So, hallo, heute gibt es von mir auch nochmal ein Trainingsvideo und zwar zum Thema Unterrücken. Ja, es ist wichtig, dass wir jetzt was für den unteren Rücken machen, weil ich nehme an, der Großteil von uns sitzt jetzt wesentlich mehr als vorher eh schon. Dementsprechend versuchen wir heute wirklich gezielt den unteren Rücken zu stärken und ja, jetzt geht's los. So, wir fangen auch direkt an mit der ersten Übung. Wir nehmen die Hände an die Hüfte und machen hier einfach mal eine Kreisbewegung. Eine Rotation, Hüftrotation, damit der untere Rücken erstmal gelockert wird, mobil wird. Wenn wir so hier sitzen, erstmal hier lockern. Wer möchte, kann den Oberkörper auch nochmal mehr mitnehmen, also richtig weit kreisen. Und die Hände kann man auch noch mit hochnehmen. Dann wird es auch nochmal schwieriger. So, bleiben wir mal hier. Und dann gehen wir direkt über zur zweiten Übung. Stellen uns mit den Füßen ganz gerade auf den Boden. Verschränken die Hände am besten so vorne. Und gehen dann einmal mit den Händen nach oben und strecken uns hier richtig nach oben durch. Also auch auf die Zehenspitzen die Fersen vom Boden ablösen. Und richtig mit den Fingerspitzen zur Decke nach oben. Also so weit hochziehen, wie es geht. Macht euch richtig lang. So kommt Platz zwischen die Wirbel. Wir strecken uns richtig nach oben. Und dann können wir uns noch ein bisschen nach hinten legen. Schön die Spannung halten, die Brust nach vorne raus. Die Arme nochmal richtig nach oben ziehen, auch die Schultern mit nach oben nehmen. Kopf gerade lassen. Und dann nochmal so weit hoch, wie ihr könnt. Nochmal richtig bis ganz hoch zur Decke. Und dann einmal locker. Sehr gut. So, als nächste Übung machen wir die Hüfte nochmal ein bisschen auf. Das heißt, wir nehmen immer ein Bein abwechselnd, also einmal das rechte, einmal das linke Bein. Und versuchen das so hoch wie möglich zu ziehen. Richtig das Knie nach oben und zur Seite aufdrehen. Wenn es hier in der Hüfte ein bisschen knackst, das ist ganz normal, das passt, das muss so sein. Hände könnt ihr auch mit an die Hüfte nehmen oder einfach irgendwo verstauen, wo ihr wollt. Spielen jetzt hier keine Rolle. Schön aufdrehen, atmen nicht vergessen, schön gleichmäßig atmen. Wunderbar. Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Übung. Das heißt, wir stellen uns wieder gerade hin, nehmen die Hände wieder nach oben, nehmen jetzt aber zuerst den linken Arm am Handgelenk und strecken uns hier richtig zur Seite rüber. So weit wie es geht. Die Beine bleiben fest auf dem Boden und wir versuchen hier richtig die Arme nach hinten zu strecken. Also schön hinter den Kopf. Der Kopf geht mit rüber. Und versuchen hier mehr die Seite aufzuziehen. Hier richtig zur Seite rüber. Schön weit. Bisschen Lippen schön zur Seite. Desto weiter, desto besser. Und die Arme richtig nach hinten ziehen. Perfekt. So, dann lockern wir uns nochmal kurz durch. Und nehmen dann direkt die andere Seite. Das heißt, wir greifen ans rechte Handgelenk. Gehen nach oben. Und nach links rüber. Schön weit hier auch wieder. Zur Seite neigen. Wieder so ein bisschen wippen. Desto mehr, desto besser. Füße bleiben fest auf dem Boden, da nicht abheben. Und die Arme richtig nach hinten ziehen, soweit es geht. Schön die Schulterblätter hinten auch zusammenziehen. Bisschen noch durchhalten und dann wieder locker. Auch nochmal die Schultern ein bisschen kreisen, bei der nächsten Übung brauchen wir die Schultern auch nochmal. Da jetzt aber hier mit den Füßen wieder richtig eng zusammen, leicht in die Knie gehen, also leicht die Knie beugen, ganz nach vorne legen, so weit wie ihr könnt. Der Rücken muss aber immer gerade bleiben, also das ist wichtig. Und dann hier die Hände einfach auf die Knie abstützen
und dann die rechte Schulter vor, die linke Schulter vor. Und immer die entgegengesetzte Schulter so nach hinten ziehen. Richtig eindrehen mit dem Oberkörper. Wer möchte, kann es auch noch mal ein bisschen schwerer machen, mit den Händen frei. Und dann hier richtig eindrehen nach oben. Ihr müsst nicht auf den Boden kommen, das ist gar nicht wichtig, sondern wirklich einfach nur hier den Oberkörper bzw. den unteren Rücken halt eben richtig eindrehen. Schönen Rücken gerade lassen. Perfekt. Und dann gehen wir über zu den Bodenübungen. So, weiter geht's. Wir sind jetzt hier schon direkt in der richtigen Position, also der Vierfüßlerstand. Die Hände sind gerade unter den Schultern und die Knie auch gerade unter der Hüfte. Und dann versuchen wir jetzt hier einfach mal einen schönen Katzenbuckel zu machen. Dabei ist immer wichtig, die Hüfte nach vorne einziehen. Die Schultern nach unten drücken und den Rücken richtig rund machen und nach oben ziehen. Schön oben halten. Versuchen richtig die Spannung aufzubauen. Und dann das gleiche in der entgegengesetzten Richtung. Das heißt, jetzt bleibt der Po oben, den Bauch nach unten und auch die Schultern nach hinten ziehen. Richtig hier die Brust nach vorne raus, Schultern nach hinten ziehen und den Rücken richtig ins Hohlkreuz ziehen. Also das darf man ruhig schön ins Hohlkreuz gehen, das ist nicht verkehrt und dann wieder nach oben. Schön wieder in den Katzenbuckel nach oben, das machen wir ein paar Mal hintereinander, damit es auch schön effektiv wird. Wie gesagt, die Schultern richtig nach unten drücken und die Hüfte immer nach vorne richtig zu euch, den Po anspannen und dann wieder runter. Schulterblätter hinten zusammen, Blick bleibt einfach nach unten auf dem Boden. Richtig ins Hohlkreuz gehen. Die Arme und Beine bewegen sich bei der ganzen Sache gar nicht, sondern nur die Schultern und die Hüfte. Jetzt wieder nach oben. Schön hochziehen. Wie als würde euch jemand so wirklich am Bauch oder an den Rippen quasi nach oben ziehen. Und dann wieder runter. Die Schulterblätter schön zusammen. Wir machen das Ganze noch einmal durch. Also richtig schön abstützen und auch immer anspannen. Also bei den ganzen Übungen ist immer sehr wichtig, die Muskulatur auch wirklich aktiv anzuspannen. Nur dann wird es auch anstrengend. Jetzt gehen wir wieder nach oben. Wir spannen es wieder an. Also die Schultern drücken wir richtig nach unten und die Hüfte ziehen wir richtig nach vorne. Noch ein bisschen durchhalten und auch nochmal nach unten. Schultern wieder schön zusammen. Spannt alles richtig an und dann nochmal kurz durchlaufen. Können wir ruhig kurz vom Boden aufstehen, die Arme ein bisschen durchschütteln. Wir bleiben allerdings gleich in der Position, machen da direkt weiter. Und zwar jetzt immer diagonal. Wir fangen mit dem linken Bein und dem rechten Arm an. Ja, gehen hier einmal nach oben und wieder kurz den Boden berühren, dann wieder hoch. Wir bleiben erstmal bei einer Seite. Linkes Bein, rechter Arm und wichtig, den Daumen immer nach oben eindrehen. Immer zur Decke nach oben. Schön diagonal. Alles anspannen. Oben ruhig auch mal kurz halten und dann wieder runter. Und dann machen wir gleich die andere Seite. Kurz unten halten. Oben halten natürlich, nicht unten halten. Und schön ausstrecken, schön den Po anspannen, den Daumen nach oben eindrehen, so dass wir uns ganz lang machen. Schön kräftig. Auch immer die Spannung im Bauch ein bisschen halten. Das gleiche Gewicht versuchen zu halten. Und dann machen wir nochmal kurz Pause. Kurz nochmal durchatmen.
Und dann bei der nächsten Übung machen wir den Bauch gleich mit. Das heißt, wir gehen wieder mit den Händen nach oben und versuchen jetzt vorsichtig mit dem Gleichgewicht zu halten, hier richtig zusammenzugehen. Also nicht einfach nur so ein bisschen, sondern wirklich der Ellenbogen berührt das Knie und dann gehen wir wieder hoch. Wieder Knie berühren, hoch. Versucht richtig euch mit dem Rücken rund zu machen und dann wieder hoch. Und das Armbrot ist immer die Spannung halten und versuchen nicht umzukippen. Also schön das Gleichgewicht halten. Dann gleich wieder die andere Seite und richtig in der Mitte zusammen. Den Bauch schön anspannen. Und wenn ihr unten seid, hier zack, einmal richtig anspannen, dagegen drücken. Und wunderbar, dann wird es schon gut anstrengend. Wir versuchen noch ein bisschen hier weiter zu machen. Ich merke es jetzt schon im unteren Rücken ein bisschen, ich hoffe ihr auch. Und immer nach oben schön strecken. Perfekt. So, und jetzt zum Schluss machen wir nochmal einen liegenden Latzug. Das heißt, wir nehmen hier unser Handtuch, das wir haben, falten es einfach so ein bisschen. Ihr könnt es einfach so zusammennehmen. Wenn ihr ein längeres, größeres Handtuch habt, greift es einfach so ungefähr schulterbreit. Dann legen wir uns auf den Boden. Nehmen das Handtuch hier nach vorne. Und jetzt versuchen wir das Handtuch hier auf Spannung zu halten, also nach links und rechts richtig einmal Spannung aufbauen. Füße nach oben und dann hier das Handtuch zur Brust einmal hinziehen. Den Oberkörper richtig abheben vom Boden und hier wieder gerade nach vorne. Wieder zurück, wieder vor. Zurück und vor. Und schön die Spannung halten. Wem das zu schwer ist, der kann die Füße einfach unten lassen. Aber versucht ruhig, die Füße, die Knie vom Boden abzunehmen. Die Brust schön hoch, den unteren Rücken anspannen und versuchen, die Hände über den Boden zu lassen. Wenn es nicht geht, dann das Handtuch auf den Boden ablegen und dann auf den Boden zu euch ziehen und wenn ihr an der Brust seid, richtig hochziehen. Aber versucht auf Spannung zu bleiben. Versucht es oben zu halten, oben hier einmal richtig anspannen und dann wieder vor. Sehr gut. Perfekt. Und dann kommen wir zur Runde 2. Das einfach so oft wiederholen, wie ihr könnt. Und gerne auch das Video einfach nochmal von vorne laufen lassen, die zweite Runde nochmal so mitmachen und richtig Gas geben. Also viel Spaß beim Zuhause machen.